Es gibt zwei Möglichkeiten, nach Indien zu gelangen. Richtung Süden über Portugal, aber da sind wir nicht willkommen, weil es jetzt Spanisch ist. Dann weiter südlich, nach Afrika, ums Kap der Guten Hoffnung, um Afrika herum. Madagaskar. Madagaskar. Wir haben einen Kenner in unserer Mitte. Blöder Streber. Die andere Möglichkeit führt nach Norden. Das bedeutet durchhalten und Zähne zusammenbeißen, Männer. Ein warmer Mantel und Gottes Segen. Und die richtige Route durchs Eis. Aber eins steht fest. Noch nie war eine Expedition so gut vorbereitet. Wir haben alles an Bord. Die besten Karten und eine Ladung teuerster Stoffe. Eine schöne Uhr für den Kaiser von China. Geschenke zum Geschäfte machen in Japan. Und wenn wir dort erstmal ankommen, sind es nur noch ein paar Tage Fahrt. Wir sind das wunderbare Indien. Wo wir die Kälte vergessen. Unter der tropischen Sonne. Und an jeder Hand eine Dame, Jungs. Jetzt zu den Regeln an Bord des Schiffes. Gotteslästerung? Nicht erlaubt. Stehlen ist absolut verboten und alle lassen die Finger von fremden Sachen. Prügeleien nicht auf diesem Schiff. Es wird sofort bestraft und glaubt mir, es wird streng bestraft. Disziplin, Männer? Steht an erster Stelle an Bord. An zweiter steht das Tempo. Denkt an eure Prämie. Und vor noch etwas seid gewarnt. Ich will keine Marienbildchen sehen. Und keine Rosenkränze. Und andere papistische Fratzen. Davon haben wir verdammt nochmal schon genug gesehen bei den Spaniern. Männer! Ein Hurra auf den Kapitän! Hurra! Hurra!